Bei allem Streit um die richtige Strategie in der Corona-Pandemie dürfte zumindest diese Einigkeit hierzulande herrschen. Sollte die nächste Variantenwelle zu uns schwappen, würden wohl die wenigsten wollen, was gerade in China durchgezogen wird. Denn die dortige rigorose Null-Covid-Strategie der Regierung hat dazu geführt, dass seit Wochen in der Metropole Shanghai etwa ganze Wohnviertel von jetzt auf gleich komplett von der Außenwelt abgeschottet wurden, dass Millionen Menschen in ihren Büros oder Wohnungen de facto eingesperrt sind und nicht vor die Tür dürfen. Für die globale Wirtschaft aber ist diese Null-Covid-Strategie jetzt schon verheerend und viele Ausländer wollen nur noch raus aus China. Daniel Sattra berichtet. Peking macht dicht. Läden zu, niemand darf ins Restaurant. Und für den 8-jährigen Max das Traurigste, lernen allein zu Hause. Alle Schulen sind bis auf Weiteres geschlossen. Unten planen seine Eltern die Rückkehr nach Deutschland. In wenigen Wochen geht es für den Mitarbeiter eines Autokonzerns raus aus China, wo schon ein einziger Corona-Fall für drastische Maßnahmen sorgt. Die ganze Welt ist eigentlich schon nach Covid und hier in China ist null Covid. Also das ist sicherlich die spannende Frage, wie das Land hier aus der Situation rauskommt. Bislang kein Kurswechsel in Peking. Stattdessen muss die ganze Stadt zu Massen-PCR-Tests antreten. Wohnsiedlungen mit nur einem Corona-Fall werden abgeriegelt, niemand darf raus. Kampf gegen das Virus mit Ab- und Wegsperren. Auch weil viele Ältere unzureichend geimpft sind und die KP-Führung mRNA-Impfstoffe aus dem Ausland nicht zulässt. Stillstand in Shanghai. 26 Millionen verharren im harten Lockdown seit mehr als 40 Tagen. Die Behörden verschärften jetzt die Maßnahmen. Ein einziger Corona-Fall in einem Gebäude kann dazu führen, dass alle aus dem Haus in zentrale Quarantäneeinrichtungen wie diese gebracht werden. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, dass ganze Bürohäuser dafür umfunktioniert wurden. Auch Hallen dienen als Massenunterkünfte für die mehr als 400.000 Menschen, die sich seit Beginn des Lockdowns infiziert haben. Die selbstständige Beraterin Janine Jakob lebt in Shanghai. Seit Wochen in der Wohnung, immer in Sorge abgeholt und in Zentralquarantäne gesperrt zu werden. Ich hatte eigentlich gedacht, nachdem ich Corona-positiv war, dass ich jetzt das Schlimmste hinter mir habe. Aber um ehrlich zu sein, kommt die Angst wieder. Die Angst ist da und vor allem überlegt man auch, was ist der Ausweg. Für uns Ausländer scheint der einzige Ausweg zu sein, du nimmst einen Flug raus. So wie Janine Jakob wollen viele Deutsche nur noch raus aus China. Laut deutscher Außenhandelskammer bis zu 20% der Mitarbeiter bei einigen deutschen Unternehmen. Die Weltgesundheitsorganisation forderte nun von China eine Abkehr vom Null-Covid-Kurs. Alle Aktionen sollten, wie wir immer gesagt haben, individuelle Rechte und Menschenrechte respektieren. Als WHO müssen wir Kontrollmaßnahmen abwägen gegen die Folgen, die sie auf die Gesellschaft und die Wirtschaft haben. Chinas KP-Führung weist das als unverantwortlich zurück. Sie wolle an Null-Covid festhalten. Die Pandemie-Maßnahmen der chinesischen Regierung werden die historische Prüfung bestehen. Unsere Maßnahmen sind wissenschaftlich und effektiv. Und China ist weltweit eins der erfolgreichsten Länder in der Pandemiebekämpfung. Darunter aber leiden die Wirtschaft in China und Lieferketten weltweit. Und Unternehmen, deren ausländische Mitarbeiter und Familien nicht länger im Land des Lockdowns leben wollen. Und dazu begrüße ich jetzt Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Guten Abend, Herr Hüter. Schönen guten Abend, Herr Santaroni. Diese Null-Covid-Strategie in China bedeutet einen massiven Warenstau, Lieferengpässe für die Weltwirtschaft. Klingt das jetzt gerade nur alles sehr dramatisch oder ist das eine echte Bedrohung der Wirtschaftsströme? Es ist eine echte Bedrohung, denn wir haben ja gedacht, aus der Pandemie heraus würde es sich dann neu sortieren und wieder stabilisieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und wir hören aus China, Sie haben es eben eingespielt, dass diese Null-Covid-Strategie auch kein Ende findet. Also man will nicht mit Impfstoff hantieren, sondern man will es so machen. Das heißt, immer wieder werden Stadtviertel, ganze Städte geschlossen. Von den über 100 größten chinesischen Städten sind 80 irgendwie mit Lockdown-Maßnahmen betroffen. Und das führt natürlich mit längerer Dauer dazu, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert, dass Menschen auch, das machen deutsche Firmen so, an ihren Arbeitsplätzen im Grunde übernachten, damit sie überhaupt produzieren können. Und die Container-Chaos-Situation vom Hafen von Shanghai ist ja auch schon hinreichend bebildert worden. Das versteht ich Sie. Und jetzt kommt hinzu, Sie haben es erwähnt, Menschen wollen weg, wollen eigentlich nicht mehr dahin. Der lange nicht vorhandene Kontakt, persönlichen Austausch spielt natürlich auch eine Rolle.
Aber reden wir da jetzt von weiteren Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten von Lieferkettenproblemen, oder könnte das noch sehr viel weitreichender, länger sich auswirken ins nächste Jahr oder darüber hinaus, vor allem wenn China erstmal keine Anstalten macht, von dieser Strategie abzurücken? Nun, wir wissen nicht, wie die Pandemie sich entwickelt. Wir gehen in Deutschland davon aus, dass das Phänomen nun endemisch wird, und mit der Omikron-Variante scheint es ja so zu sein, wie die Virologen es beschreiben. Das bedeutet aber nicht, dass es für China dann zu einer anderen Politik führt, sondern die Führung, und Xi Jinping persönlich hat sich damit verbunden, es ist für ihn mittlerweile wichtiger als das eigentliche Modell Chinas, nämlich Wachstum anzubieten, Pro-Kopf-Einkommenssteigerung, und das als Preis dafür, dass die Bevölkerung aber in einem diktatorischen System sich bewegt. Man hat jetzt die Möglichkeit, die Gesellschaft durchzustrukturieren und auch zu überwachen in einer Art und Weise, wie man es vorher noch nicht hatte. Also das darf man nicht verkennen. Es gibt hier auch ganz klare machtpolitische Überlegungen. Deswegen ist das mit Sicherheit nicht einfach vorbei, wenn Omikron vorbei ist. Aber weil Sie die Regierung gerade ansprechen, Xi Jinping, wie lange glauben Sie, kann er das, kann die Regierung das durchhalten, bevor ihr das irgendwie um die Ohren fliegt im eigenen Land? Ich meine, geht diese Rechnung da noch auf? Nun, wir stecken auch in der Gesellschaft natürlich nicht drin, was hinnehmbar ist, aber dass die Gesellschaft in sich und zur Politik von einem hohen Maß an Misstrauen gekennzeichnet ist, das sieht man ja in dem Umgang, den die Politik pflegt, aber auch, dass die Gesellschaft beispielsweise auch einen Impfstoff, der bereitgestellt wird, nicht annimmt, weil man auch hier Misstrauen hegt. Und das ist natürlich eigentlich für eine marktwirtschaftliche Struktur, von der wir hoffen, dass sie irgendwann auch freiheitlich in anderen Bereichen wird, das, was wir gerade nicht brauchen können. Und je länger das dauert, je länger kann man die These vertreten, es ist irgendwie das Ende dieser chinesischen Form der Globalisierung, die in den letzten 3 Jahrzehnten in erheblichem Maße die Weltwirtschaft geprägt hat. Und China hat ja auch in anderer Weise schon ein bisschen vorgesorgt oder vorgedacht. Man hat gesagt, naja, wir wollen eigentlich 2 Wirtschaftskreisläufe, einen unabhängigeren binnenwirtschaftlichen Wirtschaftskreislauf, eine geringere Abhängigkeit von den Exporten und vor allen Dingen auch von den USA. Das sieht man auch in der Stärkung des regionalen Abkommens in China, im pazifischen Raum, wo Japan mitmacht, wo Australien mitmacht, wo 31% des Welthandels, der Weltbevölkerung, des Weltbips stehen. Also man muss sich nicht auf die Weltwirtschaft konzentrieren aus chinesischer Sicht. Das ist ein bisschen die Botschaft, die wir hier erkennen können. Und was bedeutet diese Botschaft für uns? Wir spüren ja jetzt schon die heftigen Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Erst Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, jetzt diese Lage in China. Womit rechnen Sie für die weitere Entwicklung unserer Wirtschaft? Nun, das deutsche Geschäftsmodell, industriebasiert, mit Dienstleistungen ergänzt, exportorientiert, steht in der Tat vor einem ganz besonderen Prüfstand. Wir müssen uns umbauen hin zur Klimaneutralität. Das ist aber ein Vorgang, der braucht Stabilität. Der braucht auch Stabilität in den Lieferbeziehungen. Das muss jetzt zusätzlich gemacht werden. Und die Wirtschaft ist dabei, genau all dies zu überprüfen. Man wird China nicht aufgeben. Das ist ein Markt mit 1,4 Milliarden Menschen. Automobilhersteller haben da zum Teil größere Marktanteile oder ihrer Produktion gehen dorthin bis zu 40%. Aber man muss sehr prüfen, wo man die wichtigen Dinge, die Entwicklungsdinge tut, wo man die Weiterentwicklung von neuen Modellen sich organisiert und wo man darauf setzen kann, dass Menschen auch in einer freiheitlichen Selbstbestimmung aus der Gesellschaft heraus diese ökonomischen Entwicklungen mit möglich machen, von denen wir alle am Ende profitieren. Also insofern, je länger es dauert, umso mehr wird es zu einem Nachdenken führen, und die Unternehmen müssen dann prüfen, wo sind andere Möglichkeiten. Auf Dauer kann man nicht auf die Containerschiffe warten. Herr Hüther, ich danke Ihnen für Ihre Analysen und Einschätzungen vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank. Sehr gerne.